Und damit hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Top Crew. In dieser Folge geht es um den Ford Focus RS von 2016. Aber fangen wir erstmal mit den Daten an. Der Gute hat einen 2,3 Liter V6 mit 350 PS und ist 4,3 Meter lang, 1,8 Meter breit und 1,4 Meter hoch. Er hat einen Radstand von 2,6 Metern und wiegt Leergewicht 1,2 Tonnen. Im Spiel könnt ihr ihn für knapp $250.000 kaufen. Nochmal in einem Rennen testen. Nicht auf Rundenzeit, sondern einfach auf Rennen. Für die Rundenzeit haben wir ja unseren Test-Track, den ihr entweder schon gesehen habt oder noch sehen werdet. Das ist das erste Mal, also die erste Folge dieser Serie, deshalb weiß ich das noch nicht so genau. So, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. So, auf jeden Fall, wir sind hier in der Strip mit unserem Ford Focus und ich will jetzt mal wissen, wie performt der denn so? Es wird Zeit für dich, die Straße zu beherrschen. Kleinen Moment. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum der Strip. Ganz einfach, weil ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Strecke ist. Viele Kurven, aber gute Geraden und so weiter. Eine sehr, sehr gute Strecke. Ich muss sagen, der Wagen performt echt gut. Die Kurvenlage ist gut soweit. Gut, Bremsen funktioniert auch recht passend. Die Beschleunigung des Wagens auch echt nicht schlecht, muss ich sagen. Weltgeschwindigkeit der Serie-Version ist nicht mal Beschleunigung des Wagens. Das ist schön. Ich echt ziemlich gut arbeiten. Ich meine, ich habe den Ford Focus ja so oder so schon immer gefeiert. Berücksichtigen. So, bevor ich es vergesse zu sagen, ich habe in diesem Abschnitt, der jetzt kommt, also in diesem Videoabschnitt, der jetzt hierauf folgt, habe ich ein winziges weißes G versteckt, irgendwo im Bild. Also schaut mal einfach nach. Wer es zuerst findet, kriegt ein Herz. Und er hat
240. Knapp 240 hat er geschafft. Ungetunt. So, und weil ich weiß, dass ihr alle darauf gespannt seid und dass euer Lieblingsteil auf jeden Fall dieser Folge sein wird, hier kommt die Runde. So, und da startet ja schon der Ford Focus. Und direkt in die erste Kurve, schön eng durch die Kurve, keinerlei Untersteuern, einfach sehr gut genommen. Die Beschleunigung auch sehr, sehr gut, kommt gut vom Fleck. So, jetzt in die Haarnadelkurve, ein bisschen langsam, ein bisschen übersteuert, aber ansonsten ganz okay. Aus der Kurve gut rausgekommen, wieder gut beschleunigt. Und ganz geschmeidig in die Kurve. Und die nächste Kurve auch mit Leichtigkeit. Ein bisschen aufs Gras gekommen, aber nicht allzu schlimm. Nicht besonders viel Geschwindigkeit verloren. Deswegen noch eine Kurve auch sehr gut genommen, sehr eng. Und die zweite Haarnadelkurve. Fast perfekt genommen mit wenig Geschwindigkeitsverlust. Und auch sehr gut aus der Kurve wieder rausgekommen. Sehr hohe Geschwindigkeit. Echter Schlenker vor der Kurve, aber nicht übel. Gute Geschwindigkeit auf jeden Fall. Leicht übers Gras, nicht allzu schlimm. Und die Kurve. Geschafft. Und das war die Runde vom Ford Focus RS. Und er hat eine Rundenzeit von 1 Minute 39,4. Und ist damit der derzeitige Platz 1 an der Liste. Allerdings war das auch der erste Test und er musste der erste sein. Aber nun gut, schauen wir mal, wie es in den nächsten Folgen so weitergeht und wer dann Platz Nummer 1 ist. So, und an der Stelle würde ich mich auch recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das gefallen und dieser Guide hat, beziehungsweise dieses Video hat euch geholfen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und ihr wisst, ob dieser Wagen gut ist. In dem Fall würde ich mich auch recht herzlich bedanken und sag auf jeden Fall auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video und tschüss. Oh, und ihr könnt auch noch gerne liken und abonnieren, nicht vergessen, bitte, danke, tschüss.